Läuft immer noch super. Ich muss mal kurz nachgucken, was da passiert. Läuft meine Sachen noch? Ja, gut. So. Mein Gott, ich muss immer noch was wegwerfen. Komm, weg. Nein, mit dir. Ich brauche Platz. Das ist doch nicht zu fassen. Ich brauche Platz. Ja, das kann ich hier mitnehmen. So, unser letztes Stück. Schön. Und da haben wir den. Und jetzt kommt der letzte, den wir brauchen. Und dann haben wir einen MFE. Wie schön das doch ist. So, und dann brauchen wir nochmal vier weitere Sachen für einen. Das ist schon richtig heftig, was die hier verlangen. Entschuldigung. So. Das reicht. Und das Teil. Und jetzt haben wir einen MFE. Wir müssen den eigentlich zerstören und den dann austauschen. Und mit der Dings dann richtig stellen. Denn. Oh. Die haben immer nur einen Output. Und wenn ich jetzt den daran hänge, dann geht das in den Arsch, denn der hat zu viel Energie. Ups. Wie mache ich das jetzt? So. Output. 512 EU. Zumindest kann ich ja jetzt was aufladen, aber wie kriege ich das jetzt hin? Den. Das läuft nicht. Oder? Doch, der wird aufgeladen. Frage ist, ob der sich nicht selbst zerstört. Oh mein Gott, nein, das wollte ich gar nicht. Weg mit dir, Wasser. Frage ist, ob sich das Ding nicht irgendwann selbst zerstört und das Ganze hier kaputt macht. Ich hoffe mal nicht. Der hat einen Eingang von. Und der hat einen Output. Puh. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall will ich mir jetzt. Die laufen alle gut. Ich müsste da eigentlich ein Glasfaserkabel zwischen machen. Oder? Welches Kabel? Cable. 128, 128. Ein goldenes Kabel. Reicht auch. Puh. Glasfiber. Glasfiberkabel haben so richtig, sind so richtig gut. Okay. Wie kriege ich das dann mit dem Output hin?
Dann muss ich den Output ja. Ja, gute Frage. Komm, solange der nicht kaputt geht. Warte mal, wenn er bei 500 ist, ja, dann gibt er die ab. Gut. Eigentlich müsste das so funktionieren. Denn ich habe ja kein Kabel dazwischen. Gut. Das Ding läuft. Man kann es auch anklicken. Das ist schön. Ich könnte mit einer Electric Battery die Sachen alle electric machen und dann das Ding hier benutzen, dann brauche ich keine Sachen mehr. Das wäre richtig geil. Kann ich auch machen. Mache ich wahrscheinlich auch in der nächsten Folge oder in dieser. Aber als erstes möchte ich gerne Nano-Suit-Sachen herstellen. Und zwar plus Power Tier 3, Power Tier 3, Power Tier 3, Tier 3, Tier 3, Tier 3. Gut. Nano-Suit Boots. Carbon Plate plus Energy Crystal. Energy Crystal macht man aus Energy Dust. Oder diesen komischen Dust da. Halt. Und dafür habe ich ja noch. Wie viel? 9. Das bedeutet, ich kann mir noch was bauen. Das ist doch schön. Aber die Frage ist jetzt, habe ich genug? So, warte mal, ich brauche 4 Carbon Mesh, 8 Carbon Fiber, 8 mal 3 sind 24. 24 Dust brauche ich. Ich räume das weg. Es ist mir viel zu viel, was ich hier mitschleppe. Es wäre viel zu gefährlich. Das nehme ich mal mit. So. Ah, das Fleisch könnte ich mitnehmen. Die Karotten kann ich auch mitnehmen. So. Einmal essen. So. Ich habe ja gesehen, da unten war ja noch was. Also wir brauchen jetzt jede Menge Kohle. Mal gucken, ob die irgendwas gebracht haben. Der hat schon wieder was gebracht. Der bringt 4, aber es ist der einzige, der was bringt. Ich weiß nicht warum. Keine Ahnung. So, weiter geht's. Wir laufen jetzt dahin, wo es das schlimmste Unheil gibt. In den Graben von Sankt Tatata. Wo nur die schlimmsten Schurken sich einmal im Jahr treffen. Um zu beweisen, wer am meisten Kohle abbauen kann. Und wer die meiste Kohle abbauen kann, der bekommt Kohle. Welche Kohle ist dabei jeweils ihm überlassen? Denn Kohle ist immer relativ. Ob real, Steinkohle, Fluorin oder was anderes. Ich habe keine Ahnung, wovon ich rede. Denn ich suche Kohle. Ich habe Kohle gefunden. Hm.
auch schon entlang gelaufen. Vorne war das, wo ich nicht dran wollte, weil ich mit leuchtenden Dingern schon schlechte Erfahrungen hatte. Hier haben wir noch jede Menge Kohle. Kohle, Kohle, Kohle. Ah, habe ich eingesammelt. Und wir bekommen Kohle. Komm, her mit der Kohle. Nur ein Stück. Wie viel? Majestätisch viel. Habe ich hier schon die ganze Kohle abgebaut? Ich glaube, es ist nicht gut, hier einfach nur so rumzulaufen. Vielleicht kann ich ja mit diesem Mallet-Dingsterbums Skelett. Habe ich Pfeile dabei? Ja.